Die Barbara hat schon wieder das Höschen nass. Entschuldigung, darf ich das sagen? Mir egal. Hör mal, geht jetzt steil den Berg hoch zum Platz. Gut, dass wir den nochmal vorbeigelassen haben. Genau. Und ich habe jetzt hochgepumpt, alles was geht. Jetzt muss ich gucken, ob dahinter mir nichts mitnehmen. Ja, Problem. Und wenn jetzt einer kommt, da haben wir Pech gehabt. Da ist nämlich auch keine Einbahnstraße hier, verstehe ich nicht, aber ist so. Oh, Leute, das ist steil wie die Sau hier. Ja, ja, super. Ja, das war klar, dass jetzt so weit kommt. Ja, wenn die hier einen Campingplatz machen, irgendwo müssen Fahrautos ja hochkommen. Der Schatzelein hat jetzt total den Stress, aber ich hab ja noch mehr. Okay. Wir müssen jetzt wieder anfahren. Hör mal, ist das so schwer, da rückwärts zu fahren? Mit dem kleinen Auto? Ja, kommt danach wahrscheinlich noch einer um die Ecke geschossen. Ich verstehe auch nicht, ob man hier keine Einbahnstraße hat. Hör mal, der Schatzelein, was macht die jetzt? Ich weiß nicht, warum die nicht geradeaus einfach fährt. Die braucht ja nur geradeaus rückwärts hochfahren. Ja. Soll ich das eben machen gehen, ne? Können nicht alle Menschen so ruhig und verständnisvoll sein wie du, Herr Mann? Ja, dann sagst du. Was macht die da, Laura? Ich weiß nicht. Ja, ist egal, die fährt da lang, da komme ich jetzt durch. Ja, okay. Ich muss noch mal die Mauer jetzt mitten hinter mir. So, die Barbe hat gewunken. Ich soll runterkommen. Warum jetzt auch schon wieder steil wie die Sau? Ja? Warum ist das immer so steil, wenn ich irgendwo hin will? Aber wir haben wegen dem Rollerträger, ich meine jetzt mal. Ich setze mal die Schranke, Sesam, öffne dich. Und jetzt? Wo ist er hin? Da hinten läuft sie. Aber die Schranke ist zu. Guck mal, die kann sogar rennen, die Barbe. Das sieht man auch nicht oft. In dem Tempo. Hoho! Die Barbara ist wieder total angespannt. Mit der steilen Fahrerei so irgendwann macht die fix und fertig. Warum? Ich muss erst bezahlen, eine Karte holen und dann hinten die letzte Tür ist noch frei. Auf der linken Seite. So Leute. Ich habe jetzt eine halbe Stunde hier vor der Schranke gestanden. Der Automat, die Barbara ist verzweifelt, wir sind verzweifelt. Du kannst nichts lesen durch die Sonne. Alles nur auf Italienisch. Auf jeden Fall bin ich mit den Nerven schon wieder komplett am Ende. So viel kann ich euch verraten. Also, da steht auch in den Rezessionen drin, dass die Leute verzweifeln. Und ich kann ich nur bestätigen. Und also, die Barbara war gerade durch. Die hätte eigentlich die Brille gebraucht. So, letzter Platz links, sagt sie. Jetzt für heute reicht es mir wieder. Was hier? Hallo. So. Ich habe die Brille wieder ab. Oh, Moment. Amateur, Mikro ist aus. So. Der erste Schock ist verdaut, der Platz ist super, ne? Aber der Automat, Leute, ich kann euch nur eins sagen, da braucht er Nerven wie Drahtseile. Stand auch in den Rezessionen schon so drin. Ja, ja, dich hört man jetzt nicht. So, da ist nur ein Mikrofon draußen. Also, da brauchst du, die Barbara war am Ende. Normal hätte die Barbara die Brille gebraucht heute, ne? Ich sag mal, es dauert unheimlich lange, bis man sie angemeldet hat.
dauert ziemlich lange und ist mit der, du kannst schlecht was erkennen, wenn die Sonne scheint, der Automat, da siehst du nichts drauf. Ist jetzt auch egal, hat geklappt, hat aber lange gedauert und ist wirklich keine. Du musst da wirklich jede Person einzeln eingehen mit Name, Geburtsdatum, Führerscheinnummer und immer weiter, immer denkst, das hört gar nicht mehr auf, bis es dann irgendwann geklappt hat. Geht bar und mit Karte übrigens, kostet 26 Euro die Nacht, blende ich euch wieder ein, also für 24 Stunden. Wasser, Strom ist dabei, Entsorgungsstation, die ist übrigens da. Seht ihr, ne? Da ist die. Guck mal, die Barbara, die liegt da so schön. Und der Hintergrund ist der Lago Maggiore. Ja, und was auch noch dazu gehört, die Treppe, die hier runter geht, die Terrasse gehört zu unserem Platz. So hat jeder Platz, auch die Plätze hier, die bei uns gegenüber sind, die haben alle die Treppe hoch, haben die ihre eigene Terrasse. Ne? Hier, weil ziemlich eng hier ist, kommt er jetzt hier angefahren, da kann man auch hier wunderbar wieder drehen, dass man hier wieder rauskommt. Was ist denn da in der Ecke noch? Noch gar nicht geguckt. Ne, da ist gar nichts. Wasserschlauch ist auch da. Ich schätze mal, weiß ich jetzt aber nicht genau. Grau, die Toilette kommt wahrscheinlich, weiß ich jetzt gar nicht. Weil im Toilettenhäuschen, da war ich schon, da habe ich nichts gesehen. Also mehr ist halt eigentlich nicht, bis da hinten, wo da dieses Terrakotta-Häuschen ist, da ist Dusche und Toilette und Abwaschmöglichkeit draußen. Auf dem Platze, ja, das filme ich jetzt nicht extra, da ist jeweils eine Toilette und eine Dusche, ist alles sauber, in Ordnung gewesen. Ich war gerade einmal da gucken, ne, und dann hat jeder Platz, zeige ich euch auch nochmal eben, die Barbara, hat jeder Platz dann nochmal hier Stromsäule und Frischwasser kann man sich da entnehmen. Ja, und wir trinken jetzt das zweite Mal heute Kaffee und vor allen Dingen, Leute, in der Schweiz vom Grottatunnel 11 Grad. Jetzt, ich glaube, wir haben hier schon 26, 27 Grad, ich weiß gar nicht. Also fühlt sich an wie im Hochsommer, ehrlich, jetzt ist warm wie Sau. Und jetzt können wir noch einmal hier gucken von hier. Ist das nicht herrlich, der Ausblick? Und durch Canero sind wir auch schon gefahren. Vorhin habe ich ja einmal die Kamera laufen lassen. Da ist ja, wo wir vor 2 Jahren unser Déjà-vu am Campingplatz hatten. Die Zuschauer, die immer gucken, wissen ja Bescheid. Wir reisen ab, ne, zu dem Zeitpunkt. Heute reisen wir aber definitiv nicht ab, sondern erst morgen. Supermarkt ist auch in der Nähe, ruft die Barbara gerade noch. Ja, und wir haben hier den letzten Platz, also neben uns kann keiner mehr stehen, haben wir echt Glück gehabt. Das ist der letzte übrigens in der Reihe. Das hast du nur noch auf der linken Seite Platz. So, und ich würde sagen, ich bin mal ganz vorsichtig. Starten wir jetzt nochmal Air Force One und dann zeige ich euch mal, wie das hier von oben aussieht. Viel Spaß dabei, während wir Kaffee trinken. Tschüss. Runterlaufen. Wo da sind wir denn jetzt? Da sind wir. Und die Straße sind wir hochgefahren hier. Da. Da hoch. Und hier kann man runterlaufen. Aber wir gehen zum Ort, ne? Ja. So, Barbara. Man kommt wohl auch hier zum See und zwar da. Der Weg hier müsste das sein. Da, ne? Kann man runter. So, nicht. Hier Toilettenhäuschen habe ich ja vorhin, genau. Einmal Toilette eingeblendet und jetzt hier der Automat nochmal für euch. Ja, genau. Für also die rosa-rote Brille. Hier steht eigentlich alles, Check-in-Anleitung, aber immer dann auch die Übersetzung. Der Automat, den kann man nicht auf Deutsch stellen, aber hier hat man die Übersetzung.
Ne? Also vom Italienischen her. Nur ist wirklich so, ihr müsst echt alles durchgehen. Also wirklich Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsland, Nationalität, Führerscheinnummer. Und? Von wann? Ja, habe ich schon gesagt. Und dann hier Schlitze, Löcher. Ja, nee, ganz einfach. Ohne Ende, ja. Banknote? Vor allem Banknote, ja, aber ja. Hier dieses Display. Jetzt kann man ja ein bisschen was lesen. Genau, wo wir gekommen sind, in der Sonne, ja. Haben sie auch so ein helles Plexiglasdach genommen. Wenn die Sonne scheint, siehst du hier nichts. Genau. Ihr bekommt dann eine Karte, 5 Euro Pfand, also 26 Euro kostet der Platz pro Nacht, oder pro 24 Stunden. Genau, wir können also bis morgen Mittag hier. Habe ich vorhin schon mal jemand erwähnt? Hast du erwähnt, ne? Und dann bekommt man diese Karte, hast du euer Geld? Nee. 5 Euro Pfand, wie gesagt, da kann man dann halt die Duschen und die Toiletten mit benutzen. Die sind dann kostenfrei, Strom, Wasser ist auch alles kostenfrei in diesen und? 26. Und kann dann auschecken, bekommt man dieses Pfand zurück. Genau, und hier muss die Karte vorhalten, dann geht die Schranke auf. Genau, also ich würde empfehlen, nicht hier in der Schräge zu stehen wie wir heute, sondern vielleicht da oben erstmal zu parken, gucken, ob ein Platz frei ist, sich dann anmelden im Automaten und dann den Wagen holen. Genau, so, jetzt gehen wir mal gucken. Ach, guck mal, da ist schon die Kirche.